Weiter geht's in Urania City. In Pokémon die gelbe Edition. Im letzten Part haben wir hier die Route bestanden in Richtung Urania City. Nun sind wir im Urania City angekommen und werden uns hier mal umschauen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Aerodrome zu einem neuen Part. Ja, ihr wisst es schon, Pokémon die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Epische Retro-Musik im Hintergrund. Wen haben wir hier? Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Naja, um den Carpador zu fangen, angel ich unter Umständen auch gerne. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Junger Freund. Zwergi erhält eine Angel. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Werde ich tun. Ich werde angeln gehen. Ich werde mir einen Carpador fangen. Eine Karte. Oh, haben wir ja noch gar nicht geöffnet. Die Karte haben wir noch nie nachgeguckt. Wir sind jetzt dort drüben. Indigo Plateau. Route 22. Sehen wir das Ganze hier mal. Zinnoberinsel. Und dann wollen wir mal. Ist ja auch nicht so wichtig, wo wir uns befinden. Hast du gesehen, die MS Anne ankert im Hafen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Tut mir leid. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Okay, und was hat das jetzt mit Umweltbewusstsein zu tun? Naja, egal. Marschock! Achso, Marschock, Marschock! Ein Marschock, eben ist das Land. Aha, ihn als Gärtner benutzen. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Ja, Sklavenarbeit verrichten für die Pokémon. Ja. Was soll's? So, hier haben wir einen Markt. Hier können wir endlich mal Tränke einkaufen. Oh, auch der Markt ist orange. Hallo, kann ich dir helfen? Du kannst mir ein paar Tränke geben. Das habe ich dringend nötig. Supertank, soll mir auch jetzt sein. Ein paar Tränke bitte. Ja, reicht 8 erstmal. Ja, reicht fürs erste. Ein, zwei Pokébälle noch. Schutz kann auch nicht schaden. Ein bisschen davon. Ja, Aufwecker können wir bestimmt auch einen gebrauchen. Und dann ist das Geld auch schon wieder alle. Haben wir es sinnvoll ausgegeben? Oh, eine Polizistin. Ich habe einen Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiggy richtig erziehen können. Darf ich es bekommen? Ich hätte gerne das Shiggy. Darf ich? Macht nur Dummheiten. Ich denke, ein Trainer wird Shiggy richtig erziehen können. Ja, ich nehm's. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe noch einen Platz frei. Ich nehm's. 6 Plätze habe ich ja. Was muss ich dafür tun, um es zu erhalten? Irgendeine Quest erfüllen? Taubsi! Okay, der hat noch einen Taubsi. Ich habe einen Tauboga.
dass Taubsi einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Okay. Okay. Jetzt lese ich seinen Brief. Okay, Briefgeheimnis wird überbewertet. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet Team Rocket in Safronia City Unruhe. Hier in Urania City scheint es sicher zu sein. Ja, wer braucht denn Briefgeheimnis? Aha. Komplett sinnlos. Achtung! Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung Felstunnel nach Lavandia. Oha. Polizei von Urania City. Wenn das mal kein Relaxo ist, was da die Route versperrt. Oh, das sieht aus wie ein Steg. Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie legt einmal jährlich in Urania City an. Dann sollen wir uns wohl beeilen, mal das Schiff zu bekommen, weil wenn wir das verpassen, dann müssen wir wieder ein Jahr warten. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Dickdas Höhle. Okay. Das ist eine Route, die auf einen Weg führt, den ich, glaube ich, nicht gehen soll. Also jetzt, glaube ich, erstmal mit der MS Anne wegfahren. Ja, Zerschneider habe ich immer noch nicht gefunden. Dann komme ich also auch nicht zur Arena. Muss das noch nicht sein, oder? Keine Ahnung, wo ich Zerschneider finde. Pokémon Fanclub, alle Pokémon Fans sind willkommen. Na dann mal rein mit uns. Was? Pikachu, wo gehst du hin? Was machst du? Was? Pikachu ist verliebt. Mitkommen, Pikachu. Ich muss euch leider trennen. Du musst mit mir auf Abenteuer gehen. Bibi! Das Teil ist tatsächlich verknallt in Pipi. Gibt's denn sowas? Zwar schweben jetzt nicht mehr die Herzen vor ihm, aber... Tja. Hat mein Pipi nicht einen wunderschönen Schweif? Oh, weißt du, wer noch einen wunderschönen Schweif hat? Nein, Spaß. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Okay. Und wo ist der Vorsitzende? Wo finden wir den? Jurab! In den verliebst du dich nicht, oder? Pikachu. Ja, nö. Will ich mich auch nicht an so eine Robbe verknallen. Du meine Güte! Mein Jurab ist viel hübscher. Als was? Als mein Pikachu? Glaube ich nicht. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Scheiße, jetzt habe ich ja geklickt. Ich wollte eigentlich nein klicken. Sehr schön, dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galopper. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft. Warm und kuschelig. Spektakulär. Hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Du hast keinen Platz für weitere Items. Wieso habe ich keinen Platz für weitere Items? Wie geht denn das? Was gibt's? Scheinbar habe ich auch keinen weiteren Platz für weitere Pokémon, weil die Polizisten da unten will es mir nicht geben. Wenn ein Pokémon eine VM-Technik erlernt hat, kann es nie wieder vergessen werden. Überleg dir gut, welches Pokémon du eine VM gibst. Einem Zerschneider würde ich gerne einen Pokémon geben, wenn es recht wäre. Weißt du, wo ich die herkriege?
Und verdammt nochmal, gib mir das Shiggy. Dreimal gegen die Wand gebankt. Ja gut, dann mal rauf aufs Schiff, bevor wir es verpassen und wir wieder ein Jahr warten müssen, dass der nicht so dürfte. Willkommen auf der MS Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Zwei zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MS Anne. Ach so, da ist das Schiff. Das habe ich gar nicht gesehen. Na gut, sieht so aus, als würde es losgehen. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Na gut, dann werden wir mal einen aufsuchen, der kämpfen will. Moin, moin, du Landratte. Ich bin der Steward auf dem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. So ein richtiger Seemöwe hier, so ein Typi. So, ich habe eigentlich Schiss, dort in so eine Kabine reinzugehen, weil dann kommt bestimmt ein Kampf. Dann müssen wir weise überlegen, wo wir rangehen. Ich versuche erstmal hier außerhalb was zu finden. Und da ist schon eine Kabine, in die wir reingeplatzt sind. So, hier gibt es hier sehr viele Kabinen. Hier auch unter Deck noch einige. Müssen wir die alle bekämpfen? Das wäre ein bisschen viel, oder? Dann wird es ja ein bisschen wochenlang dauern, wenn wir hier jeden einzelnen Trainer nacheinander besiegen. Ich hoffe nicht, dass wir das müssen, um weiterzukommen. Und das ist noch so ein Leichtmatrose. Dieses luxuriöse Trampfschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Ich war nicht geladen, aber gut. Hätten wir darüber mal gesprochen. Bist du ein Trainer? Dieser Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Manga mit dem Zerschneider. Ja, Zerschneider ist ein guter Stichwort. Noch mehr Trainer oder was? Sind wir auf dem Deck? Ja, sieht so aus wie das Deck. Das Vordeck. Da schwimmt Wasser. Wasser schwimmt, alles klar. Aber das muss hier vorne. Das, wie heißt das beim Schiff? Bug heißt das nicht, oder? Wer ist denn das? Das Vorderteil vom Schiff, wo du dich hier Titanic-mäßig drüber beugen kannst. Das Link, wo du nicht drüber hängst. Ich weiß es nicht, ich bin noch nie wirklich mit dem Schiff gefahren. Doch nach Griechenland sind wir mit der Fähre gefahren. Ich war noch nie Matrose. Ich bin kein Matrose, ich weiß nicht, wie das läuft auf dem Schiff. Toboga, das sieht doch gut aus für uns. Na, Ruckzuckhieb und dann haben wir das. Macho, du sitzt gerade schnack ein. Es trifft mich sehr hart. Sehr hart ist übertrieben, aber es zieht schon ordentlich Kappi ab. Machrodo besiegt. Tauboga erhält EP-Punkte. Matrose ist Muschas ein. Yep, ich möchte weiterkämpfen. Muschas. Was bist denn du für ein Pokémon? Windschuss! Ihr merkt schon, ich kämpfe lieber mit den Leuten auf dem Deck als in den Kabinen. Ist ja nichts Falsches. Ich hoffe im Ernst, dass ich nicht alle besiegen muss. Dann dauern die Parts jetzt hier noch bis 2020. Da werden wir mit diesem Let's Play nicht mehr fertig werden. Muschas setzt irgendeine läppische Attacke ein, die nichts bringt, die nur seine Verteidigung irgendwie anhebt. Scheinbar bringen sie aber trotzdem irgendwas, weil meine Attacken werden schwächer. Also weniger sinnvoll auf ihn. Ah, Panzerschutz. Davon habe ich was gehört. Windstoß. Komm, fast fertig. Noch ein Schlag ins Gesicht. Sofern die überhaupt ein Gesicht hat und nicht nur Augen und eine Zunge. Und die Muschas. Muschas wurde besiegt.
Tombuga erhält 373 EP und erreicht Level 20. Zwangi besiegt Matrose. Ahoi, Matrose. Ich bin beeindruckt. Zwangi gewinnt 540 Punkte und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Matrosen hervor. So, können wir uns hier hinstellen und dann hier einen auf Titanic machen. Ich bin der König der Welt. Ja, so ähnlich. Und du bist noch ein Trainer oder was? Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff steckt bald in See. Was ist sticht bald in See? Es hat noch ja nicht angefangen. Es hat noch ja nicht losgelegt. Wir sind noch ja nicht losgefahren. Hilfe! Ich dachte, wir sind bald da. Nein. Ich habe ein bisschen Schiffsreiseangst. Ich will nicht so lange auf dem Schiff bleiben. Bitte leg doch endlich mal ab. Du musst mich nicht so foltern. Oha. Gary, was macht denn Gary hier? Sieh an, Zwergi. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Und natürlich gegen Gary, unseren Rivalen. Und selbstverständlich, wenn wir den treffen, müssen wir gegen den kämpfen. Habitat Level 19. Ein geschwächtes Taubunga Level 20. Hoch zu Keep. Muss ich meinen Trank einsetzen. Oha! Gar nicht nötig. Habitat ist schon fast besiegt. Immer noch Windstoß und haben wir dann die ganze hier. Ist das Ding gebonkt? Habitat besiegt. Ein paar IP-Punkte. Dann auf die Pokémon. Ja gut, ich habe 5. Hat nichts zu heißen. Aber er hat auch dieselben Schwächen. Schwachen Pokémon. Schwächen, ja klar. Ein Ratzfatz, Level 16. Was soll denn der Mist? So, mal ein Item einsetzen. Hier mal ein Trank. Ein Supertrank. Haben wir hier. Auf Tauburger wollte ich es, ja, genau. Perfekto. Ist scheinbar immer noch effektiver als ein Trank, ein normaler Trank, aber ein Hypertrank würde es dann ganz auffüllen, das Tauburga. So ist noch ein bisschen Platz in der KP-Spalte. So, dann bringen wir der nächstes mit rein. Sandan. Das dürfen wir auch hinkriegen mit einem Windstoß. Verwehen wir hier den Sand aus der Gegend. Oder auch nicht. Kratzer ist aber auch nicht schlecht. Hoch zu Kieb. Könnte etwas bringen. Jo. Bringt mehr als Winddingens. Ein Windstoß. Vergiss die Namen immer so kurzzeitig. Ich habe einfach kein Kurzzeitgedächtnis. Gut, dass wir darüber geredet hätten. So, letztes Pokémon. Her damit. Schaffe ich doch alle mit Tauburga. Wo ist das Problem? Dein Team ist schwach, das ist das Problem. Gary, trainier mal deine Pokémon ein klein wenig. Sag ja nicht, dass du viel trainieren musst, aber so ein klitzekleines bisschen. Und da brauchst du auch nicht wirklich Tränke einzusetzen. Ja gut, ich mach's auch, aber wenn deine Pokémon einigermaßen trainiert wären, du merkst die, wie heißt das, Konjunktiv. Die Konjunktiv, sehr gut. Sehr gut, ich Deutsch sprechen können. Dann wäre der Kampf ein bisschen anders. Tauburga erreicht Level 21. Schön, schön. Ernährt Wirbelwind. Das ist eine Attacke, die ich unter Umständen gebrauchen kann. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, im Gegensatz zu dir, Gary, tue ich das. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nun ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Ja, wenn ich den mal Zerschneider kriegen würde, wäre ich sehr dankbar dafür. Aber es will mir niemand geben. Bist du der alte Mann?
Es geht mir gar nicht gut. Zwergi massiert dem Captain den Rücken. Rubbel, rubbel, schrubb. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit der Schneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm das hier. Dann bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Oh nein! Das TTM Zerschneider, bitte. Bitte lass das TTM Zerschneider sein. Nummer 1 war das. Sieht sehr nach Zerschneider aus. Zerschneider, yay, nice, endlich haben wir Zerschneider. Den findet man hier beim Captain. Zerschneider einem Pokémon beibringen. Ja, haben wir denn einen? Glumanda, okay. Wollte ich eigentlich nicht, aber los, Glumanda, erlernt Zerschneider. Nice, ich hab Zerschneider, nice, ich hab Zerschneider. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Das ist schön. So hat das Schiff dann langsam abgelegt. Ich würde dann gerne mal ankommen, bevor ich auch noch seekrank werde. Wo ich hier auch noch auf den Ostenatschen kippe. Ist das klar? Können wir mal langsam ablegen. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Ist klar. Matrose anlegen war ab. Viele Passagiere sind hyperaktiv, sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. So, müssen wir wohl erstmal in ein Kabinchen rennen. Dich herausfordern. Ich mache immer alleine Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Oha, ein Gentleman möchte kämpfen. Na denn. Ist mir eine Ehre, mit ihnen zu kämpfen. Mich mit ihnen zu duellieren. Es ist mir ein Vergnügen. Möge der Stärkere gewinnen. Okay, Wirbelwind, was hat das gebracht? Bleibt unversehrt, okay. Alles klar. Windstoß, vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Boah. Unter Umständen bringt das mehr. Ja, natürlich ist eine Feuerattacke jetzt gegen Tauboga. Ja, etwas stark. Los, Windstoß, W ist davon, das Vulcano. Mach es alle. Windstoß. Jo, Vulcano besiegt. Vulcano besiegt. Und EP erhalten. Gentleman setzt Vulcano ein. Was noch eins? Gibt's doch ja nicht. Windstoß. Besieg es halt nochmal. Brüller. Bleibt unversehrt. Okay. Windstoß. Weg mit ihm. Und noch einmal. Oh, sitzt bis ein. Ich hätte einen Trank einsetzen sollen. Hätte Fahrradkette. Oder hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen. Egal, ich hab's nicht geschafft. Einmal Schlafpuder. Da hätten wir das. Pennt er ein und kann uns nicht besiegen. Dann haben wir Zeit, Konfusion einzusetzen. Hätten wir auch so gehabt. Naja, aber egal. So geht's auch. Smetbo erhält ein paar IP und erreicht Level 20. Schön, schön. Die Levels, die ich hier kriege. Zwerge besiegt Gentleman. UW, verloren. Zwerge gewinnt jede Menge IP-Punkte. Quatsch. Pokédollar. Können wir jetzt mal ablegen, oder was? Ich will hier raus. Jetzt genau. What the f... Tschüss, Schiffchen. Wir sehen uns in einem Jahr. Was zum... Du fährst das Ding einfach ab.
Schiff ist in See gestochen. Kommt erst in einem Jahr wieder. Jo, shit happens. Dann halt nicht. Tickets verbraucht. War das so vorgesehen oder bin ich jetzt wirklich am Arsch und komme nicht weiter am Spiel? Soll ich in einem Jahr dann nochmal vorbeikommen? Okay, wir sehen uns in einem Jahr. Und dann im Juli, Ende Juli 2018. Ja gut, dann nehme ich halt einen anderen Weg, was soll's. Geh noch schnell mein Pokémon-Team aufheilen und was soll's, dann bleibe ich halt eine Landratte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das kam jetzt unerwartet. Dass das Schiff mir einfach vor der Nase wegfährt. Dann kriege ich Panik und renne einfach vom Schiff runter und dann... Okay. Vielleicht erlerne ich ja irgendwann Surfer. Zumindest habe ich jetzt die Attacke Zerschneider. Da bin ich ganz zufrieden. Habe ich erreicht, was ich wollte. Ich bleibe sowieso...